So, und jetzt zu dieser Ur-Boy-Group, den Comedian Harmonists, 1927 per Zeitungsannonce in Berlin zusammengewürfelt, heute würde man auch sagen gecastet. Ja, dieses Vokalensemble schmetterte einen Hit nach dem anderen. Der Freund, der gute Freund, der kleine grüne Kaktus und auch Veronika tanzten durch die Konzerthäuser in Deutschland und auf Tourneen auch im Ausland. Harmonische Klänge auf die denkbar unharmonische Zeiten für die Gruppe folgten. Denn drei Mitglieder wurden als Juden verfolgt und vertrieben. Damit war das Ende der Harmonists in Nazi-Deutschland besiegelt. Doch an ihre eindrucksvolle Geschichte wird längst wieder erinnert. Und dank Poplegende Barry Manilow jetzt auch am Broadway in New York. Marion Schmickler. Eine Berliner Geschichte am Broadway. Sechs junge Männer erobern die Musikwelt millionenfach, verkaufen sich ihre Lieder weltweit. Ihr Aufstieg wie im Märchen, bis die Nazis sie verstummen lassen. Für Barry Manilow ist es ein Herzensprojekt. Mehr als 25 Jahre hat er an seinem ersten Musical gearbeitet, nachdem sein Freund und Autor die Comedian Harmonists in einer Dokumentation des NDR entdeckt hatte. Mir war sofort klar, worum es da geht, um das Streben nach Harmonie, das im schlimmsten Kapitel der Menschheitsgeschichte endete. Das hat mich sehr angesprochen, vor allem als jüdischer Autor. Ohrwürmer, mit denen sie Geschichte schreiben. Die Comedian Harmonists füllen große Säle, touren durch die USA. Doch weil drei von ihnen jüdisch sind, verbieten die Nazis 1935 ihre Musik. Sie gilt als entartet. Ihr Auftritt in München sollte der letzte sein für die Publikumslieblinge von damals. Gib mir den letzten Abschiedskuss. Wo wir fertig waren, der Konzert, alle schreien, auf Wiedersehen, wir haben ein Lied, auf Wiedersehen, gesungen. Auf Wiedersehen, lebt wohl. Die Nazis wollten sie zerstören und das ist ihnen gelungen. Es gab keine Aufnahmen mehr von ihnen oder Filme. Das Broadway-Musical endet so bitter wie die wahre Geschichte. Antisemitismus, das Aus für das erfolgreichste Ensemble vor dem Zweiten Weltkrieg. Es war großartig, sehr bewegend, unglaubliche Musik. Die singen sich die Seele aus dem Leib. Es ist sehr ergreifend und passt perfekt zu dem, was gerade in der Welt passiert. Als Jüdin hat mich das besonders bewegt. It really hit home. It's about wunderschöne Musik und unglaubliches Talent. Aber all das zählt nichts in einer Welt, in der Hass alles andere dominiert. An keinem Projekt hat Barry Manilow so lange gearbeitet wie an diesem. Und wohl nicht geahnt, wie aktuell es sein könnte bei seiner Premiere am Broadway.